Hallo? Victor Granly, hier spricht Kirsten Bo Larsen von der Polizei. Wir haben dich heute hergebeten, weil eine Strafanzeige gegen dich vorliegt wegen des Verstoßes gegen Paragraph 311 des Strafgesetzbuches. Das ist ein Paragraph, der sich mit der Verbreitung von sexuellen Inhalten Minderjähriger befasst. Sexuelle Inhalte Minderjähriger? Ich habe noch nie Kinderpornos. Ich würde gern wissen, ob du dich erinnerst, wo du am Abend des 7. November warst. Also wenn ich was falsch gemacht habe, bitte ich um Entschuldigung. Ich weiß wirklich nicht, was... Miriam Eriksen. Kennst du sie? Hi! Hey! Gut siehst du aus. Miriam ist ja kein Kind. Ich meine, sie ist nur ein Jahr... Miriam ist nach norwegischem Gesetz noch ein Kind. Kannst du dich daran erinnern, Miriam bei dieser Party gefilmt zu haben? Es haben an dem Abend viele gefilmt und Fotos gemacht. Hast du was davon online gestellt? Auf Snapchat? Keine Ahnung, ich war ja total betrunken und es war spät und alle fanden es lustig, dass jemand im Zimmer von Daniels kleiner Schwester Sex hatte. Für die Polizei war das ein fucking Kinderporno, Gina. Er ist 18 und sie ist 17. Wusstet ihr eigentlich, dass man unseren Bus den Pedobus nennt? Hey, was zum Teufel hast du hier zu suchen? Ja genau, Pedos sind im Bus verboten. Fahr zur Hölle. Sie haben die abstrusesten Gerüchte verbreitet, dass ich der Vergewaltigung beschuldigt wurde. Diese Geschichte zerstört ihm seine ganze Zukunft. Wir müssen über unser Treffen mit der Anwältin sprechen. Whatever you want. Wir brauchen unbedingt deine Version der Geschichte, Victor. Erzähl uns, was passiert ist.